Also, das ist ein ungewöhnlich hässliches Tier. Du bist auch keine Schönheit. Aber ich habe was im Kopf. Und ich springe nicht nach Dingen, die du in die Gegend schmeißt. Er beißt nicht. Bist du sicher? Paspel, sitz brav. Nur wenn ich sage, fass! Ich habe sehr viel Freude an dem Hund. Die gönne ich dir ja. Ich muss ja an deiner Freude nicht teilhaben. Also lass ihn zu Hause, wenn du in meine Kanzlei kommst. Wolltest du zu mir? Nicht direkt. Wenn du morgen Zeit hast, würde ich gerne mal vorbeikommen. Wegen deines Testaments? Heute fahre ich erst noch mal nach Mack und dann sehen wir weiter. Mach's gut, Max. Raspel, komm, verabschiede dich. Na, komm. Lass das, Max. Raspel, komm. Na, komm. Bitte, Max. Max, dann machst du verabschiede dich. Ist schon 3:30. Warten wir noch? Das musst du entscheiden. Ich mach mal Kaffee. Herr Waldorf. Ja? Dürfte ich Sie etwas fragen? Nur zu, Anke. Werde ich mich jetzt an diesen Beifahrer gewöhnen müssen? Ja. Raspel liebt diesen Platz. Mir ist es egal. Tja, mir aber nicht. Bitte? In Ordnung, aber in Ordnung. Ich glaube doch nicht im Ernst, Herr Waldorf kommt noch. Das kann man nie wissen. Versprochen hat er es jedenfalls. Vielleicht kommt ja auch sein Niklas vorbei. Mhm. Niklas ist over, aus, wie lief das zu Ende? Mia, vielleicht tut's dir irgendwann leid, wenn du ihn jetzt wegschickst. Ja, damit muss ich dann leben. Mia, deine Mutter hat heute Geburtstag. Entschuldige, Mama. Ich will doch nur, dass es dir nicht so geht wie mir. Dass du am Ende ganz alleine dastehst. Mama, ich bin 17. Darf ich raufkommen? Ja, natürlich. So, erstmal das Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Danke. Ist aber nicht nötig gewesen. Ja, wollen Sie sich nicht setzen? Ich hol mal frischen Kaffee. Ja, ich hol dann auch noch Kuchen. Was haben Sie denn? Ah. Guten Tag, Herr Waldorf. Für dich immer noch Max. Na, darf ich dich mit Raspel, meinem neuen Freund, bekannt machen? Du bist aber ein ganz lieber, was? Wir kennen uns schon seit gestern. Erst seit gestern, wir sind schon dicke Freunde. Hm? Lieber auf den ersten Blick. Frischer Kaffee, frischer Kuchen, bitte Platz zu nehmen. Ja, danke, danke, danke schön. Wir dachten schon, Sie kommen ja nicht wieder. Wieso? Ich hab's doch versprochen. Nee? Aber nach allem, was inzwischen passiert ist... Was ist denn eigentlich passiert, damals? Ich mach's auch ganz kurz. Also, das Kind von dir, das gab's. Aber ich hab's im 4. Monat verloren. Naja, und den Rest kannst du dir denken. So fügt sich das Ganze zusammen. Und Marlene ist das Kind von Clem. Herr Waldorf, die ganze Sache ist meine Schuld. Ja, wir können Sie jetzt nur noch um Verzeihung bitten und das Geld, das überweisen wir natürlich zurück in nächsten Tagen. Schuld? Wenn ich komme und sage, Marlene ist meine Tochter. Anna. Ich habe mich damals mies benommen. Ich möchte ein bisschen davon wieder gut machen. Ja, heißt es... Ja,
Lass das Haus abputzen, das Dach neu decken. So, ich muss jetzt gehen. Aber vorher möchte ich mit Mia noch ein paar Takte allein reden. Natürlich. Wann hast du eigentlich deine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule? Schrecklicherweise schon in 3 Wochen. Wieso schrecklicherweise? Ich habe solche Angst, dass ich es nicht schaffe. Ja, aber du wolltest es doch so gern. Ja. Dann streng dich an. Ich habe mich nämlich entschlossen, dein Studium zu finanzieren. Und ich kann es auf den Tod nicht leiden, wenn jemand widerspricht. Ausraspel! Das ist Mia, unsere liebste Freundin. Merkt ihr das? Hä?